Okay, letzter Teil, wirklich letzter Teil. Ich gehe zurück in mein Grundrissfenster, lösche alles. Das soll jetzt erstmal genügen. Und jetzt will ich Ihnen ein paar Sachen zeigen, die Sie vielleicht noch interessieren könnten. Archicad bietet die Möglichkeit, mit einer sogenannten Zauberstab-Funktionalität, ja, über den Namen kann man sich streiten, aber egal, mit der sogenannten Funktionalität, Elemente entlang anderer Elemente zu zeichnen. Was heißt das? Ich habe zum Beispiel hier eine Linie und jetzt kann ich eine Wand entlang dieser Linie zeichnen. Ich aktiviere das Wandwerkzeug, drücke die Leertaste. Ja, da sehen Sie, dass da so ein anderes Icon nochmal kommt und schon zeichnet Archicad mir entlang dieser Linie eine Wand. Okay? So, das ist noch langweilig, weil das hätte ich auch gleich so machen können, ohne diese Linie zu haben. Weg damit. Jetzt kommt ein Kreis. Hatte ich noch gar nicht gezeigt. Ist aber einfach. Jetzt mache ich das Gleiche. Ich nehme das Wandwerkzeug, Leertaste und schon haben Sie eine runde Wand. Tatsache. Auch sehen Sie, ich habe nur in einem Geschoss gelöscht, im anderen nicht, aber immerhin. Jetzt sehen Sie auf jeden Fall eine runde Wand. So, ich gehe nochmal ein Geschoss tiefer und lösche den ganzen Kram auch noch. Und überhaupt soll diese runde Wand im Erdgeschoss sein. Ich wähle sie also aus. Jetzt, weil ich sie vom Obergeschoss ins Erdgeschoss bringen will, drücke ich STRG X für Ausschneiden. Zack, weg ist sie. Gehe ein Geschoss tiefer, STRG 5 und setze sie da wieder ein mit STRG V. So. Jetzt ist hier alles klar. Ich habe also eine runde Wand erzeugt. In welcher Feinheit das passiert, können Sie einstellen. Jetzt muss ich gerade suchen. Ja, das ist, glaube ich, unter Planung. Zauberstab. Nein, da ist es nicht. Zauberstab-Einstellung. Wo seid ihr? Da, unter Option. Zauberstab-Einstellung. Ja. So, der Zauberstab macht ja Folgendes. Er kann zum Beispiel Kurven folgen mit dem Zeichnen von Elementen, dann ist die Frage, in welcher Feinheit macht er das? Das muss jedes Programm irgendwie regeln, dass man das einstellen kann. Im Moment steht hier optimale Annäherung. Sie können auch Segmenteinstellung verwenden. Und dann können Sie bei den Segmenten auf Kreis zum Beispiel 24 eintragen. Was das dann genau bedeutet, würde ich Ihnen empfehlen, nachzuprüfen im konkreten Versuch. Ja, ich lösche jetzt nochmal diese Wand hier. Sie sehen, dass Archicad eigentlich zwei Wände angelegt hat. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Leertaste, Kantenklick, hoppsa, das sieht echt grob aus. Das kann ich gleich nochmal neu machen. 48. Ich ziehe das mal in die Mitte, damit das ein bisschen deutlicher ist. So. Das ist immer noch sehr grob. Vielleicht sollte ich auch Segmente auf Kreis aktivieren, wenn ich da schon eine Zahl eintrage. Hatte ich ganz vergessen. Das war immer 24. Ne, 48 lasse ich mal. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Das ist also schon mal feiner. Sie hatten gerade noch ganz kurz einen Flash hier, wie das vorher aussah. Jetzt ist es schon mal feiner geworden. So, diese Zauberstab-Funktionalität ist tatsächlich sehr praktisch, gerade wenn wir ein bisschen mit Rundungen arbeiten wollen. Deswegen ist es noch ganz gut, wenn ich da ein bisschen drauf rumreite. Ich lösche nochmal diese Wände. Jetzt haben Sie hier lauter Einzelwände. Jetzt nochmal das Ganze mit noch höherer Auflösung, nur damit Sie sehen, was also auch passieren kann. Sie haben also irgendwie als Anfänger das Gefühl, das könnte noch glatter werden, was in der Regel nicht nötig ist. Sie gehen jetzt mal hier auf 96. Sie haben es mit dem Serversystem vielleicht, so wie ich. Jetzt klicken Sie da nochmal drauf. Jetzt wird es immer feiner. Und das hat natürlich zur Folge, dass Sie immer mehr Polygone erzeugen, die bei entsprechenden Renderings dann auch immer mehr Arbeit verursachen. Also schon die Schattendarstellung dauert dann länger. Ansicht, 3D-Darstellungsmodus, 3D-Fenstereinstellungen auf einer gedachten Ebene als bei den weniger fein aufgelösten. Okay, aber das ist jetzt nur so eine Art Exkurs, also die Feinheit dieser Zauberstabauflösung, die sollten Sie kennen, dass Sie die Möglichkeit haben, sie da einzustellen und entsprechend damit die Komplexität auch Ihrer Szene steuern können. Ich drehe das mal zurück auf 48, das soll reichen. So, jetzt geht's weiter. Ja, das ist ja noch einfach mit dem Kreis. Ich nehme jetzt mal das Kurvenwerkzeug und zeichne damit irgendeine Kurve. So, und jetzt mache ich das Gleiche. Ich zeichne auch hier eine Wand entlang. Dann sieht die so aus. Ja.
Also da ist eine ganze Menge möglich, wie Sie sehen. Und jetzt mache ich das nochmal rückgängig. Die Wand ist weg und jetzt nehme ich das Deckenwerkzeug. Und damit geht es nämlich auch. Jetzt haben Sie zum Beispiel eine 3D-Platte erzeugt, die diese Kontur hat. So, jetzt geht es noch weiter. Ich mache das nochmal rückgängig. Nehmen wir mal an, Sie wollen einen bestimmten Ausschnitt aus Ihrem Grundriss haben. Ich hatte Ihnen eben gezeigt, nochmal kurz eine Deckenplatte. Sie möchten einen bestimmten Ausschnitt Ihrer Deckenplatte sehen. Sie nehmen den Markierungsrahmen, lassen sich den 3D anzeigen, dann sieht das Ganze so aus. Ja, das hatte ich schon gezeigt. Und falls Sie es noch nicht wissen sollten oder ahnen sollten, auf diesen Markierungsrahmen können Sie per Zauberstab einer Kontur folgen lassen. Ja, Markierungsrahmen anwählen. Immer das Werkzeug anwählen, was sozusagen einer Kontur folgen soll. Leertaste drücken, draufdrücken. Jetzt haben Sie hier den Markierungsrahmen, der da so ein bisschen hektisch blinkt. Und wenn Sie jetzt auf Steuerung 3 gehen, sehen Sie sowas. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich keine ausgeschnittene Form. Das ist sozusagen nur die 3D-Darstellung ist ausgeschnitten, aber nicht das gesamte Bauteil. Wenn Sie diesen Markierungsrahmen abdrücken, ist alles wieder wie vorher. So, Zauberstab ist also eine gute Sache. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu ein paar Kleinigkeiten beim Deckenwerkzeug. Das ist so ein Standard. Sie haben also eine Decke gezeichnet, müssen Sie noch mal verändern. Sie klicken drauf mit gedrückter Shift-Taste. Sie wollen ein Loch reinmachen, also ein Ausschnitt für eine Treppe zum Beispiel. Sie haben die Decke aktiviert, das Werkzeug müssen Sie auch aktivieren. Punkt 2. Und jetzt zeichnen Sie zum Beispiel ein weiteres Rechteck mit dem Deckenwerkzeug innerhalb dieses ausgewählten Deckenpolygons. Und das wird dann ein Loch. Okay. Also nochmal. Sie wollen ein Loch in eine Decke schneiden. Decke ist ausgewählt, Deckenwerkzeug ist ausgewählt. Sie zeichnen eine weitere Decke hin und haben dann ein Loch. So. Punkt 1. Punkt 2. Sie haben etwas ausgewählt, eine Decke ausgewählt und wollen sie jetzt vergrößern. Sie können auf die Eckpunkte klicken, auf einen der Eckpunkte. Ja, und können das Ding verschieben. Schauen Sie mal, Sie haben hier so eine kleine Palette, die immer irgendwo rumschwirrt, wo man sie gerade nicht braucht. Ja, und bevor Sie jetzt den zweiten Klick setzen, ja, bevor Sie jetzt also die Aktion abschließen, können Sie hier weitere Optionen auswählen. Sie können zum Beispiel die Ecken ausrunden. Ja, das ist jetzt nicht besonders naheliegend, aber Sie können zum Beispiel alle Kanten versetzen. Sie klicken hier drauf und jetzt können Sie auf einmal sogar per Koordinateneingabe, indem Sie nämlich R und dann irgendein Maß schreiben, diese Decke ausdehnen zu allen Seiten. Das Loch bleibt davon unberührt, es bleibt genauso groß wie vorher. Ja. Ich mache es nochmal rückgängig. Sehen Sie, das Loch bleibt genauso wie vorher. So, weitere Option. Sie klicken nicht auf einen Eckpunkt. Sie wollen nur eine Kante verschieben, also klicken Sie auf eine Kante. Auch da das gleiche in grün. Die Voreinstellung macht Ihnen einen neuen Punkt dahin, den Sie jetzt irgendwo hinziehen können. Das brauchen Sie auch manchmal. In diesem Fall möchte ich es aber nicht. Ich möchte eine Kante verschieben. Ich klicke also auf diesen Button hier und jetzt kann ich diese Kante verschieben. Auch hier mit konkreter Maßeingabe R und dann irgendein Maß. Und dann haben Sie die Kante verschoben. So, das gleiche funktioniert lustigerweise auch mit dem inneren Polygon. Wenn Sie mal da mit gedrückter Shift-Taste draufklicken, dann sehen Sie, wie es ausgewählt wird. Auch hier können Sie das Loch vergrößern bzw. einseitig die Kante verschieben. Okay, so, jetzt höre ich wirklich auf. Soweit erstmal alle möglichen Werkzeuge vorgestellt. Linienwerkzeug, Kreiswerkzeug, Schraffurwerkzeug, Wandwerkzeug, Deckenwerkzeug, 2D-Werkzeuge, 3D-Werkzeuge. Ich habe Ihnen die Ebenenfunktionalität gezeigt und die Geschossfunktionalität. Das 3D-Fenster vorgestellt, in dem Sie bestimmte Einstellungen vornehmen können, wie zum Beispiel Schatten hier und dahin. Und das sollte jetzt erstmal reichen. Ja, jetzt versuchen Sie erstmal damit zu arbeiten.